die Valentina und heute geht's um meine Nägel. Mich haben schon sehr oft Menschen gefragt, ob meine Nägel echt sind, weil sie so lang sind. Also viele haben schon geglaubt, dass das Gelnägel sind, sind es aber nicht. Und daher dachte ich mir, mache ich mal ein Video dazu, wie ich meine natürlichen Nägel so lang bekomme. An sich mache ich nichts Besonderes. Das klingt jetzt sehr komisch, aber ich mache nichts Besonderes. Ich nehme jetzt nicht spezielle Nagelsupplements oder was weiß ich. Ich habe angefangen vor kurzem mit Zink, mit Zinkzitrat. Das hat sicher auch geholfen, aber es waren auch meine Nägel schon vorher recht lang. Also es wird nicht der Grund dafür sein. An sich habe ich eine sehr ausgewogene, gesunde Ernährung, wenn man es größtenteils betrachtet. Und ich mache viel Sport und trinke sehr viel Wasser. Das hat ganz sicher auch viel damit zu tun, dass meine Nägel stark sind, weil sie mittlerweile sehr stabil sind. Früher, wenn ich das hier gemacht habe, so drauf gedrückt habe, ist der ganze Nagel mitgebogen. Heute ist das nicht mehr so. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch, wie ich meine Nägel feile, weil das ist bei mir der größte Grund, warum ich sie so lang bekommen habe, weil früher sind sie deshalb immer abgebrochen. So, ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber ich habe hier ist so ein Bläschen, beziehungsweise könnte ich das jetzt so wegkratzen. Das mache ich aber nicht. Und hier habe ich auch sowas. Sondern das werde ich wegfeilen. Und zwar mit einer weicheren Seite, also nicht mit der rauen, sondern mit der weichen. Werde ich da leicht so drüber fahren, bis das quasi diese Blase nicht mehr vorhanden ist. Und man die Ränder nicht mehr sieht. Aber nicht zu viel feilen, sonst werden die Nägel wieder zu dünn. Und dann kann man sie eh nicht retten. Den muss ich sowieso dann noch schöner feilen. Und hier habe ich dasselbe Problem. Da ist da vorne eine und da ist auch irgendwas Komisches. Und das mache ich immer als erstes, weil wenn das funktioniert, kann ich den Nagel länger lassen. Und wenn es nicht funktioniert, ist er zu dünn und dann muss ich ihn sowieso kürzer feilen, weil sonst reißt er mir ein. Hier habe ich das auch ein bisschen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ansonsten sind meine Nägel momentan ziemlich stabil. Normalerweise habe ich viel mehr von diesen Einrissen. Und die sind bei mir auch immer verantwortlich dafür, dass die Nägel dann einreißen und kürzer werden und so zerbrechlich werden. Hoppala, falsche Seite. So. Sie schauen zwar potthässlich aus ohne Nagellack, ich hasse das, beziehungsweise mag ich es an mir einfach nicht. Jetzt werde ich sie noch zurechtfallen, dass die alle eine schöne Form haben, ganz besonders der hier. Und dann werde ich sie lackieren und ich werde diese Haut noch wegschneiden, das da. Die Hand ist jetzt fertig. Jetzt noch die andere. So, jetzt sind sie fertig mit dem Feilen. Jetzt mache ich das. Da noch vorsichtig sein, ich schneide mich regelmäßig in mein Nagelfleisch, was nicht gut ist, weil die, wenn sie neu sind, sind die sehr scharf. Und auch nicht zu viel am Nagel, weil ich habe schon öfter von meinem Nagel auch was weggeschnitten und das ist nicht gut, weil das macht erstens Dellen und zweitens verdünnt das den Nagel wieder. So, und so sehen meine Nägel jetzt aus. Jetzt sind sie quasi fertig, um lackiert zu werden. Ich verwende momentan den hier, wobei der auch nicht besonders gut hält, aber ich mache es auch nicht sehr fancy, sondern einfach zwei Schichten Nagellack. Ohne Unterlack, ohne Oberlack, das heißt, ich mache es wahrscheinlich auch nicht optimal.
So, das war's. Das sind jetzt meine Nägel. Ich habe immer weißen Nagellack oben. Also, das habe ich seit einem Jahr durchgehend und das wird, glaube ich, auch noch länger so bleiben. Weil ich liebe sie einfach. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen oder ich konnte euch ein paar Tipps geben, die ihr noch nicht wusstet. Lächeln nicht vergessen. Bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!